Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu meiner Silvester-Action. Als erstes wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, denn wenn ihr dieses Video seht, ist Silvester schon vorbei und es ist der 1.1.2024, hat bereits begonnen. Ich danke euch für das heftige Jahr 2023. Es war ein absolut geiles Jahr. Ich hoffe, 2024 wird noch besser. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ich hoffe, all eure Wünsche, Träume werden wahr. Ansonsten noch ganz wichtige Informationen, bevor es losgeht. Es kommt jetzt ab sofort noch einmal die Woche ein Video und zwar immer sonntags um 16.45 Uhr. Im Januar werden auf jeden Fall noch ein paar krasse Feuerwerk-Videos kommen, wie zum Beispiel Böller unter der Badewanne, das Auto. Das werden wir auch noch wegsprengen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und nach dem Januar geht es dann weiter mit neuem Content. Seid gespannt. Aber den Januar lassen wir die Feuerwerksaison auf jeden Fall so auslaufen. Also, wir sehen uns jetzt beim ersten Knall. Let's go! Wir fangen erstmal ganz langsam an. Red Baron, 30 Gramm Böller. Freunde, das Ding ist gezündet. Ich hoffe, die Kamera wird schön fokussieren, aber das sieht doch gut aus, oder? Alter, war das ein kranker Knall. Weiter geht's mit No Limits Bombenrohr. Richtig ordentlicher Durchmesser. Zum Aufwärmen genau das Richtige. Oh yeah. Hab schon lange keinen Bombenrohr mehr angezündet. Junge, wie das schallert. Nächster Kandidat, Knallfroschböller. Oh yeah, das Ding ist sowas von an. Zweites Bombenrohr jetzt, No Limit Effekt Nummer 2, auch richtig dickes Kaliber. Und danach zünden wir noch einen schönen Viper 30 Special Red Light. Oh yeah, das Ding ist an, Freunde. Schön, schön, schön. Und der Müll, der wird hier natürlich vorbildlich entsorgt, aber sowas von. Yeah, das Ding ist an! Es geht hier los mit der dicken Classic Limited. Die wird ein bisschen heftiger. Und danach zünden wir direkt die fette Bazooka hier hinterher. Zündung in 3, 2, 1. Verdammt, ist die laut. Und jetzt die Bazooka. Die hat eine lange Zündschnur. Genau so soll das sein. Sehr schön. Fangen wir an mit der ersten Ladung Batterien. 6 verschiedene im Verbund. Das wird schön. Schön mit Fernzünder gezündet. Geil, Mann. Kleine Batterien verbund ballert. Und weiter geht's mit einem Tourno Gold 30. Den lege ich hier auch schön auf die Batterien gleich drauf. Oh yeah. Nächster Böller, Lupo 26 und danach direkt hinterher der Tuono Ultra 20. Ja Mann, Lupo ist an.
Nächster ist an. Oh yeah. Schaut euch das an. Nächster Verbund. Fünfmal vogelschräg. Oh, das wird süß. Oh yeah. Schaut euch das an, wir steigern uns langsam. 6-Inch Color Bees. Schön ins Rohr hier reinlassen. Und dann zünden wir das Ding auch richtig schön mit Fernzünder. Let's go! Wow, leider nicht ganz drauf. Ja, Kugelbombe war ganz schön. Weiter geht's mit Nummer 1. Oh yeah, Nummer 1 brennt. Und Praktikantin rennt. Boah. Junge, war das ein Schlag, ey. Weiter mit den X-Shaped Dumbums. 5 Stück in einer Reihe. Yeah. Boah. Alter, ich habe die gar nicht richtig drauf bekommen. Jetzt wird's richtig wild. Nächstes kleines Experiment. Fette Rakete und 2 Böller. Ich bin gespannt, ob wir da einen Effekt sehen werden, aber ich vermute nicht. Ja, mein Freund, das Ding ist an. Es gibt kein Zurück, Alter. Weiter geht's mit einem kleinen Kobra für zwischendurch. Und der kleine Kobra ist sowas von an, Freunde. Nächste 6-Inch Kugelbombe. Ja, mal gucken, was das hier wird. Führen wir hier auch schön ein. Let's go, Baby, und mit Fernzünder. Wow, die war auf jeden Fall krass, ey. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ein paar Böller schmeißen und dann zünden wir hier noch eine schöne Dumbum-Batterie an. Ach komm, die Raketen ballern wir auch noch schnell durch. 1, 2, 3 und das ist eine schöne fette. Erste ist an. Die war schön. Und auch die kleine hinterher hier. Jetzt ist die Dumbum dran. 25 Schuss. Oh yeah. Thank you.
Oh, ich glaube, das war die Ersatzzündschnur. Ja, und hier müssen wir auf jeden Fall auch unseren Müll entsorgen. Schön Cobra 7 50 Gramm Böller. Legen wir auf die Batterie. Jawohl, das Ding ist an. Weiter geht's mit dem schönen Super Cobra 20 Ultimate. Heute habe ich nur die schönsten Dinge für euch, Freunde. Hat übrigens 100 Gramm, aber ist mit Titaneffekt. Boah, Junge, ey, das habe ich fast aus dem Leben geballert. Oh, schöner Krater auf jeden Fall. Jetzt nochmal eine Überraschung, Super Cobra 2G. Der hat hier schon 28 Gramm, aber ja... Lasst euch überraschen. Boah, ich glaube, das wird richtig wild, ey. Zieht euch das jetzt rein, Freunde. Sehr schön, oder? Oh, ist das anstrengend, die ganze Zeit hin und her zu laufen, das Feuerwerk zu holen, zu filmen mit zwei Kameras, mit Lampe. Ah, nächster hier, Shock Bulldog, yo. Oh yeah, der ist süß. Wow. Okay, Freunde, das war's für heute. Nur die schönsten Knaller. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wir sehen uns Sonntag 16:45 Uhr wieder mit einem geilen Böller-Experiment. Hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen.